Hallo und willkommen zum Hörgenuss des Monats Juni. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell schon wieder beim Hörgenuss dabei sein werde. Aber ich habe mir einfach vorgenommen, wenn ich was ganz Tolles als Hörbuch höre oder ich möchte auch irgendwann nochmal was zum Thema Podcast machen, dann werde ich dazu einen Hörgenuss hochladen und vorher drehen. Das mache ich jetzt. Und ja, tatsächlich war es Anfang Juni direkt soweit, dass ich ein wahnsinnig tolles Hörbuch gehört habe, von dem ich mir vorher schon gedacht habe, dass es richtig toll wird, aber ja, ich dachte mir, das ist perfekt für diesen Hörgenuss des Monats, deswegen bin ich diesen Monat wieder mal dabei. Und auch wenn ich das Buch im Titel und im Thumbnail noch nicht benenne, hat vielleicht der Hinweis Reise um die Welt einigen, ja, einen sehr guten Hinweis gegeben, um welches Buch es sich heute drehen wird. Es geht um einen, ja, Reiseroman, den ich 2017 das erste Mal gelesen habe. Da hatte ich das Buch von einer Freundin ausgeliehen bekommen. Und die Autorin hatte einen Blog während einer Weltreise geschrieben. Den habe ich tatsächlich kurz vor diesem Treffen mit der Freundin entdeckt. Und wir hatten irgendwie drüber gesprochen. Und dann, ja, zog sie dieses Buch aus dem Regal und meinte, hier, das habt ihr mir sogar mal geschenkt. Ja, hatte ich in dem Moment total vergessen. Und hat es mir ausgeliehen. Es war 2017 ein absolutes Lebenslese-Highlight. Und ich habe mir immer noch vorgenommen, dieses Buch nochmal zu rereaden. Dafür habe ich es mir letztes Jahr als Mängelexemplar, zufällig in der Buchhandlung habe ich es entdeckt, da habe ich es mitgenommen. Und jetzt hatte ich einen Hinweis bekommen von einer lieben Followerin, dass dieses Hörbuch von der Autorin selbst eingesprochen wird. Und da war klar, ich werde es nicht rereaden dieses Mal, sondern ich werde es als Hörbuch nochmal hören und habe es mir bei Audible geholt. Und wer meinen Videos schon eine Weile folgt, der wird sofort wissen, welches Buch ich meine. Es geht um Maike Winnemuths Das große Los. Und ich möchte euch erstmal kurz was zum Buch erzählen, zum Inhalt und dann, warum es ein Hörgenuss ist und nicht nur als, ja, Buch zum Lesen perfekt ist. Erschienen ist das Buch bei der Hörverlag und es hat 9 Stunden und 10 Minuten. Es ist ungekürzt und ist am 7.3.2013 bereits erschienen. Ich habe bei Audible mal geschaut. Es hat 4,5 Sterne von maximal 5 bei 339 Bewertungen und dem kann ich mich anschließen. Es hat von mir volle 5 Sterne wiederbekommen, auch besonders als Hörbuch. In dem Buch geht es darum, dass Maike Winnemuth, sie ist freie Journalistin und sie gewinnt bei Günther Jauch bei Wer wird Millionär 500.000 Euro, was eine ziemlich coole Sache ist. Und ja, anstatt das irgendwie anzulegen oder sich eine Wohnung zu kaufen oder ein dickes Auto, beschließt sie, einen Traum zu verwirklichen und zwar eine Weltreise zu machen. Auch das ist ein Traum von vielen Menschen. Sie zieht es aber auch recht schnell durch. Ich glaube, 2-3 Monate, nachdem sie das Geld gewonnen hat, geht sie schon los und ja, hat ein paar Sachen geplant. Und zwar, dass sie jeden Monat in einer anderen Großstadt verbringen möchte. Also sie reist nicht nur in ein Land oder guckt einfach mal, wo sie landet. Sie hat schon feste Ziele und die kann ich euch mal kurz vorlesen. Das muss ich dem Buch entnehmen. Ich habe mir in dem Hörbuch dann auch Markierungen gesetzt zu den einzelnen Städten. Und zwar ist sie in Sydney, Buenos Aires, Mumbai, Shanghai, Honolulu, San Francisco, London, Kopenhagen, Barcelona, Tel Aviv, Addis Abeba, Havanna und dann fährt sie tatsächlich mit einem Schiff über den großen Teich wieder zurück nach Hause, nach Hamburg. Also ihr seht schon, sie hat so einen Zickzackkurs gemacht und ja, hat eben in jeder dieser Städte einen Monat verbracht, hat sich dort eine Wohnung genommen. Und das ja, hat mir auch sehr gut gefallen, weil das so meinem Reisestil entspricht. Sie ist keine Backpackerin, sie ist, ich glaube, in dem Buch Anfang 50, Ende 40, Mitte 50, ich glaube Ende 40 vielleicht oder Mitte 40. Also sie ist halt keine 20-Jährige nach dem Abi und ich ziehe jetzt mal meinen Rucksack los. Das, wie sie gereist ist, entspricht mir einfach ein bisschen mehr. Sie hat schon einen gewissen Plan, macht aber auch ganz viel spontan und mietet sich für diesen Monat immer in Wohnungen ein. Das habe ich während meines Sabbaticals an den Städten oder an den Orten, wo ich länger war. In dem Fall waren es nur 2 Wochen, weil ich hatte ja auch kein Jahr Zeit. Aber da hatte ich auch Wohnungen, keine kompletten Wohnungen, so wie sie, sondern ich hatte Einzelzimmer bei Leuten in den Wohnungen und ansonsten Bed and Breakfast und so weiter. Aber es soll ja nicht um mein Sabbatical gehen, da könnt ihr euch die Playlist anschauen, die Videos. Sondern um Maike Winnemuth. Sie hat eben immer eine Wohnung für sich komplett genommen. Ja, also sie hätte natürlich mit der 500.000 auch 5 Sterne Luxushotels nehmen können, aber das ist gar nicht so ihr Stil. Und ja, durch diese Wohnung lernt sie auch andere Leute kennen, die Vermieter und so weiter und lebt da so, versucht so ein bisschen in diesen Städten zu leben, aber natürlich auch ganz viel touristische Sachen zu machen und Dinge zu entdecken. Der Stil des Buches ist so, dass sie Briefe an Freunde, Familie, einmal auch an ihr früheres Ich schreibt und eben jeder Monat ein langer Brief ist an jemanden. Das merkt man am Anfang, wenn sie die Leute adressiert und zwischendurch mal kurz, aber ich
Ich finde dieses Briefe an andere schreiben als Stilmittel nicht immer so genial. Hier setzt sie das wirklich ganz toll um. Man spürt es nicht so extrem. Es ist wirklich sehr angenehm. Es passt auch dazu, die Geschichten, die sie teilweise dann erzählt, warum sie demjenigen schreibt. Sie schreibt zum Beispiel ihrem Publikumsjoker. Der hat ihr nämlich bei einer Frage wahnsinnig geholfen. Und sie hat ihm auch Geld, glaube ich, gegeben. Und ja, einen Brief ja, widmet sie quasi ihm und ich weiß jetzt nicht, in welcher Stadt das war, aber das macht schon alles Sinn, wem sie da schreibt und was sie für Geschichten damit verknüpft. Denn es ist eben kein Reiseführer. Ich habe mir die Markierung zwar gesetzt, in welchen Städten sie ist, um für zukünftige Reisen da mal vielleicht was rauszuziehen, aber im Großen und Ganzen geht es eher um das, was alles mit ihr selber passiert, was sie ja, für sich rausfindet, was sie entdeckt, was sie persönlich ist aus diesen Reisen mitnehmen kann. Das ist jetzt nicht esoterisch, sondern wahnsinnig lustig, spannend, ja, zum Selbstreflektieren auch geeignet. Und Maike Winnemuth ist mir einfach vom Typ her, was ich so zumindest in ihren Büchern lese, so sympathisch und so nah und so verständlich, ihre Ansichten, dass es einfach ein wahnsinniger Genuss ist und super viel Spaß macht. Also ich habe das Hörbuch so, so gerne gehört und ja, ihre Erlebnisse nochmal wieder erlebt, weil es ist jetzt wie gesagt drei Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe und natürlich sind mir die Details nicht mehr alle präsent. Vieles kam dann wieder beim Hören, aber trotzdem war es einfach ein ja, richtiger Hörgenuss. Vieles konnte ich auch nachvollziehen, gerade in Städten, wo ich selber schon war, wie ihr Gefühl dort ist, was ihr da besonders gefallen hat, warum das eine tolle Reise war, wie zum Beispiel Sydney eben oder San Francisco, Honolulu. Ja, Orte, wo ich selber schon mal war, was ich dann verstehen kann. Anderes war neu für mich und das fand ich super spannend, wie sie sich dort gefühlt hat. Es ist aber auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also im Großen und Ganzen passieren ihr keine schlimmen Sachen. Sie ist auch als alleinreisende Frau und so empfinde ich das ja auch. Ja, wenn man so ein bisschen Menschenverstand hat, ist sie sehr safe durch die Sache gekommen. Aber zum Beispiel Mumbai hat ja als Stadt und als Kultur, da hatte sie wirklich Probleme und trotzdem kann sie da ganz viel für sich rausziehen und ja, findet auch da das Positive im Negativen quasi, weil sie etwas über sich gelernt hat und ja, das fand ich halt super spannend und interessant zu lesen und bietet für einen selber auch super viele Denkanstöße. Selbst wenn man jetzt vielleicht nicht viel reist, es ist halt kein reines Reisebuch. Natürlich für Vielreisende ist es eine absolute Leseempfehlung, aber auch für alle anderen. Das ist so ein bisschen wie mit ihrem Buch Bin im Garten. Dazu gibt es ja auch eine Rezension. Ich bin überhaupt kein Gärtner, ich habe keinen Garten. Ich habe ein paar Pflanzen auf dem Balkon und ein paar Pflanzen, die hier ganz gut überleben. Aber trotzdem habe ich dieses Buch super gerne gelesen, weil sie einfach so eine authentische und nette Persönlichkeit ist und so ganz viele Denkanstöße und ganz viele Themen in ihre Bücher packt, die nicht zwingend was mit dem Hauptthema zu tun haben, sondern damit verknüpft sind. Und so ist es eben bei Das große Los auch, wie bei Bin im Garten. Ja, und warum gerade ein Hörgenuss? Also das Buch ist definitiv ein Genuss und empfehlenswert, aber auch als Hörbuch ist es richtig toll, weil sie das eben selber einspricht. Und so ist es bei Bin im Garten tatsächlich auch. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir das auch noch hole, auch wenn ich es schon als gebundenes Buch gelesen habe. Aber Das große Los spricht sie eben auch selber ein, ungekürzt. Und sie ist keine Schauspielerin, sie ist ja nicht geschult. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie eine gewisse Schule bekommen, bevor sie das Hörbuch eingesprochen hat, aber vielleicht hat sie es auch einfach so eingesprochen, wie sie eben ist. Und das ist so authentisch und angenehm. Das klappt nicht immer, denn ja, so ein Hörbuchsprecher hat auch eine Berechtigung, warum er Sprecher ist. Oft sind es ja auch Schauspieler, die einfach eine Ausbildung haben, Gefühle und Dinge über die Sprache zu transportieren. Doch Maike Winnemuth erzählt ja ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Erfahrungen. Und dadurch braucht sie das in dem Fall gar nicht, denn sie transportiert das alles so wunderbar, weil sie genau weiß, worüber sie spricht. Das ist ja ihre Story. Und ich finde sie so sympathisch. Ich mag ihre Art, wie sie spricht und wie sie ihre eigenen Texte vorliest in dem Fall. Oder ja, sie einem dem Hörer nahe bringt und erzählt. Das war eine wahnsinnige Freude. Ich habe es tatsächlich auch langsamer gehört, als ich sonst Hörbücher höre. Ich hätte es noch ein bisschen schneller stellen können, aber ich wollte einfach länger was von dem Hörbuch haben und länger diesen Genuss haben. Ich musste es auch ein bisschen hinauszögern, weil ich wirklich dann angefangen habe, in jeder Minute dieses Hörbuch weiterzuhören und musste mich so ein bisschen bremsen, damit ich noch mehr das Ganze genieße und nicht so wegsuchte. Wobei ich kann es ja jetzt jederzeit einfach wieder hören oder in die Kapitel reinspringen, wozu ich mal Lust habe. Und ja, es ist ein wahnsinnig tolles, tolles Hörbuch, was ich jedem ans Herz legen kann. Ich glaube, ich habe über dieses Buch schon sehr oft gesprochen und schon sehr viel Werbung gemacht, aber ich
finde es einfach grandios. Und jetzt möchte ich euch eben auch das Hörbuch ans Herz legen, falls ihr keine Lust habt, das Buch zu lesen. Das kann ich euch aber auch nochmal zeigen, denn ich habe es ja hier. So sieht es als Taschenbuch aus, gibt es auch gebunden. In dem Fall habe ich ein Mängelexemplar, aber das hat eigentlich keine Mängel. Und im Buch ist natürlich eine Sache vorteilhafter als bei einem Hörbuch. Hier sind auch Bilder drin, gerade bei einem Reisebuch. Hier sind in der Mitte auch ein paar farbige Abbildungen, aber zwischendurch sind eben auch schwarz-weiß Bilder von ihren Reisen, von den Menschen, die sie dort kennenlernt. Und ich weiß noch, dass das immer super gut passt. Also manchmal sind diese Bilder einfach so reingesetzt in Bücher. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn das nicht zu dem Text in dem Moment passt oder erst eine Seite vorher oder später kommt. Aber hier, weiß ich noch, ist es im Buch tatsächlich so, dass die Texte sehr, sehr gut zu den abgedruckten Bildern passen. Denn sie hat hier zum Beispiel ein Kakerlakenkostüm an. Und warum sie das anhat und was sie in dieser Stadt da eigentlich erlebt, das ist London, das müsst ihr selber rausfinden oder eben hören im Hörbuch. Ja, das war mein Hörgenuss des Monats. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir unten sehr, sehr gerne mal reinschreiben, welche Bücher ihr von selbst gelesen von den Autoren kennt, die euch auch begeistert haben oder eben nicht. Da können wir uns ja mal ein bisschen austauschen, was ihr davon haltet, wenn Autoren ihre Bücher selber lesen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.